Hebelt eine kleine Straße wirklich die Schwerkraft aus? Oder ist alles nur Fake? Galileo-Reporter Harre und sein Team sind im Oman. Hier soll diese Straße ohne Schwerkraft existieren. So viel vorweg, dieser Ort bringt Harre noch zur Verzweiflung. No. Nee, 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 das geht doch hoch. Aber von vorn. Dass der den Berg hochrollt, absurd. Also das geht nicht in meinen Kopf. Nach 20 Minuten Fahrt taucht sie vor uns auf. Die Straße ohne Schwerkraft. Und wir sind bei weitem nicht die einzigen Schaulustigen. Boah, was stehen denn da für viele Autos? Das muss ich mir unbedingt genauer anschauen. Da geht's hoch? Ja, aber guck mal die andere Richtung, da geht's auch hoch. Oder? Und hier geht's auch. Also hier ist doch eine Senke. Hä? Check. Und dieses Auto scheint tatsächlich den Berg hinaufzurollen. Salam alaikum. Are you driving now? Du gibst doch gerade Gas, oder? Wie neutral? Nein, du fährst doch. You're not driving. Das kann doch aber nicht sein. Was passiert hier? Du musst einfach an deinem Wagen den Gang rausnehmen und schon rollst du bergauf. I don't believe you. Yes. Jetzt will Harro es wissen. Also rein in den Wagen und ran an den Hügel. Pass mal auf, hier. Jetzt ist Parken. Rückwärts. Das ist jetzt neutral. Ich lasse die Bremse los. Und was macht der Wagen? Der bewegt sich tatsächlich bergauf. No. No. Nee, 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 das geht doch hoch. Und als Beweis, dass Harro nicht doch irgendwo seinen Fuß am Pedal hat, überlässt er den Wagen einfach mal seinem Schicksal. Ah, nein, der wird schneller. Wir haben es. War das absichtlich so knapp jetzt? Ich habe es nicht gesehen, dass der so nah war. Keine Worte, ich habe keine Ahnung. Das ist doch... Mein Gott, wie kann einem die Grundlage des Lebens so entrissen werden? Das ist so wie so ein Teppich unter den Füßen wegziehen. Das ist doch nicht wahr. Und als wäre das nicht schon absurd genug, taucht plötzlich eine Kamelherde auf der Straße auf. Eine Fata Morgana par excellence. Aber was steckt nun hinter der unmöglichen Straße? Harro hört sich um. Warum? Was Magnetisches? Bin nicht sicher. Also ein großer Magnet. Und das Auto ist aus Metall? Genau. Das drückt das Auto weiter und weiter hinauf. Also wenn man sich hier umhört, gibt es verschiedenste Theorien, sage ich mal so. Es gibt einen Anteil von Leuten, die sagen, das liegt am Magnetismus. Magnetismus, das heißt, das muss irgendwas mit Anziehung, Metall zu tun haben. Metall soll unter dem Berg magnetisch Autos anziehen? Klingt gewagt. Probieren wir mal. Harros Idee, wenn sich unter dem Berg tatsächlich eine Art Magnet befindet, sollte der das Wasser halt nicht anziehen. Und? Dieser Versuch beweist doch ganz klar, dass es absolut nichts mit Magnetismus zu tun hat, weil da ist kein Eisenanteil drin. Das Ding rollt den Berg hoch. Hose. Egal, was wir hier rollen lassen, alles bewegt sich entgegen der Schwerkraft hoch. Hallo. Eine andere Erklärung. Laut Stimmen im Netz sollen so etwas wie Gravitationsanomalien verantwortlich sein. Klingt erstmal verrückt. Aber das Phänomen existiert tatsächlich. Überall auf der Erde ist die Gravitation, also die Erdanziehung, unterschiedlich stark. Hier also besonders? Wir rufen den omanischen Physiker Dr. Tamin an und bekommen auf die Frage,
ob diese Kraft auch Autos einen Hügel hochschieben kann? Eine klare Antwort. Ich habe von Gravitationsanomalien gehört. Könnte das hier der Auslöser sein? Was denken Sie? Nein, das geht nicht. Es ist eine optische Täuschung. Das heißt dann, von dort, wo wir stehen, sieht der Punkt höher aus, als er tatsächlich ist. Es geht also eigentlich bergab und alles rollt wegen der Schwerkraft. Ja. Wir packen unsere Drohne aus. Lässt sich die Täuschung, die Autos bergauf fahren lässt, von oben enttarnen? Was klar ist, finde ich zumindest, es sieht auf jeden Fall nicht aus, als ob es da hochgeht. Und eines fällt Haro noch auf. Es ist kein klarer Horizont zu erkennen. Immer dieser Horizont. Viele Sachen hängen davon ab, was du, dass du einen Vergleichswert hast. Dass du halt einfach wie so eine Linie, eine gerade gezogene Linie, die man dann auf die Straße legen kann. Und dann sieht man, folgt sie dieser Linie, geht sie drüber oder geht sie drunter. Dadurch, das sind wir gewohnt. Und genau dieser fehlende Horizont verursacht auch die optische Täuschung. Denn unser Gehirn schafft sich einen Bezugspunkt, also einen neuen Horizont, um sich zurechtzufinden. Nur ist der nicht gerade, sondern in Wahrheit leicht schief. Das lässt auch unsere Straße bergauf erscheinen, obwohl sie es gar nicht ist. Die Landschaft um die Straße verzerrt also unseren Blick. Dreh dich mal bitte, bleib gerade stehen und dreh dich einmal so wie auf ein Stativ. Du bist doch höher als das Schild. Die Täuschung ist sogar so gut, dass, obwohl man den wahren Verlauf der Straße kennt, trotzdem alles scheinbar bergauf rollt. Verrückt. Das mit der Gravitation hier hätten wir geklärt. Ist alles nur eine Frage der Perspektive. Ich kann nicht mehr.